Bern steht bekanntlich das Bundeshaus. Und vor dem Bundeshaus hat es so eine Art Promenade, wo man die Alpen sieht und so. Und das ist die Bundesterrasse. Und dort auf dieser Bundesterrasse spielt mein nächstes Lied. Einmal in der Nacht, als ich spät noch bin gelaufen, die Bundesterrasse zu dir aufgegen hey, habe ich einen bärtigen Kerl angetroffen und sehe gerade, dass der sich dort jemals nein. Dass der sich dort zu Nacht schlafender Zeit am Bundeshaus zu arbeiten macht mit Dynamit. Ich bin erklüpft und habe zu ihm gesagt, sagt, excuse, aber es sieht fast so aus, wie das dir da jetzt wirklich erwägt, das gerade in die Luft wollen sprengen, das Haus. Ja, sagt der Mann mir mit Feuer, es muss sein. Fort mit dem Kötte, ich bin für die Anarchie. Was ist als Bürger mir da übrig geblieben, als ihm das Probieren auszureden, ich habe immer von den Vorteilen alle beschrieben, von unserem Staat so gut, dass ich kann. Das Rütli um Freiheit und Demokratie habe ich beschworen, er soll es doch lassen. Die Angst hat mein Rednertalent entfalten. Kühl hat der Wind um uns geweiht in der Nacht, während ich ihm eine Augustrede gehalten, dass es ein Ross patriotisch hat gemacht. Zuletzt hat der Mann meine Worte so berückt, dass er eine Träne im Auge hat verdrückt. So konnte ich schliesslich den Staat retten. Er ist mit seinem Dynamit wieder heim. Und ich habe mir an dem Abend im Bett einen Orden zugesprochen für mich ganz allein. Gelungen ist nur, dass das Wunder ist schon. Über mich redet, mir tut Zweifel sich an. Habe ich in die Schweiz auch mit Rechten so gepriesen, frage ich mich noch bis heute hinten drein. Und noch auf eins hat der Mann mich hingewiesen, laufe ich am Bundeshaus wieder vorbei. Muss ich gern denken, es steht nur auf die Zeit. Das Länge fürs Sprengen, paar Sekt Dynamit.